Am 21. Jänner eröffnete Direktor Dr. Streibl gleich drei Ausstellungen: Ringstraße, Obdachlosigkeit und Ein Blick ins ferne Indien. Die mit viel Engagement zusammengestellte Ausstellung in der Volkshochschule in der Hofwiesengasse ist noch bis zum 4. März zu sehen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich in der Volkshochschule Hietzing begrüßen. Die, die schon vielleicht öfters bei uns waren und sich dann wundern, ich frage, kommen Sie rein bei der Tür und sagen, ich komme zur Vernissage, und dann werden die Leute gefragt, zu welcher? An einem Tag haben immer drei Ausstellungen gemeinsam, meist, weil ich immer der Meinung bin, es ist immer gut, wenn sich Dinge mischen. Und natürlich ist es, wir haben hier im zweiten Stock eine Ausstellung anlässlich von 150 Jahre Ringstraße über einen Architekten, der, würde ich sagen, in Wien eher nicht bekannt ist, nämlich der Herr Wilhelm Stiassny, der aber in Wien so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts so an die 170 Wohnhäuser gebaut hat, auch eine Reihe von Synagogen und auch eine Reihe von Palais errichtet hat. Und zu diesem Wilhelm Stiassny haben wir eine Ausstellung gemacht, und man muss natürlich als Direktor immer schauen, dass man eine Premiere bietet, und es ist das erste Mal, dass heute eine Ausstellung eröffnet wird zu dem Architekten, und parallel dazu gibt es heute, gerade vor einer halben Stunde geliefert, ein Buch sogar dazu, aber nicht zu dem Herrn Stiassny, sondern zu einem Palais, das er gebaut hat, die Weiburggasse 30, und ich konnte die Geschichte dieses Palais recherchieren, also ich wurde beauftragt vom jetzigen Besitzer. Und das Unübliche war, dass er gesagt hat, wenn ich eine Geschichte will, dann will ich die gesamte Geschichte und nichts auslassen. Sie werden schon sich denken, warum ich das so sage, weil dieses Palais wurde 1938 arisiert und eigentlich erst im Jahr 2003, Sie haben sich nicht verhört, im Jahr 2003 an die Erben zurückgegeben. Ist ein sehr tolles Gebäude, und es gibt praktisch jetzt die Ausstellung. Der Stiassny hat dieses Palais gebaut, über Stiassny, über die Ringstraße, aber auch über die Zeit, über die normalerweise immer heißt, und da muss ich immer schmunzeln oder mich ärgern, die dunkle Zeit in Österreich. Da denke ich mir, was ist an der Zeit zwischen 38 und 45 dunkel? Das ist die Nazi-Zeit gewesen, und wer sagt dunkle Zeit, dann denke ich mir, ja, das hätten die Leute ganz gern, weil wenn es dunkel ist, dann sehe ich nichts. Ja? Dann sehe ich nicht, wer Täter war, wer Opfer war, wer profitiert hat. Also darum, auch über diese Zeit wird in dem Sinn auch bei dieser Ausstellung berichtet. Das ist die erste Ausstellung. Wir sind ein internationales Haus, das heißt, wenn Sie uns betreten, machen Sie meistens eine Weltreise. Das heißt, nur einen Stock tiefer ist Indien zu Hause heute. Die Gertrude Krumböck hat mit einigen Mitreisenden, wie ich jetzt weiß, Rajasthan besucht und hat sehr tolle Fotos präsentiert, die in unserer Fotogalerie im ersten Stock ausgestellt sind. Okay. Wir wollten wissen, was sieht eine indische Frau durch ihren Schleier? Also, das ist meine erste Eröffnung, die ich mache mit einem Schleier. Also, es ist ja heutzutage sehr schwierig, wenn man eine Eröffnung, weil Leute mit Schleier sind uns so und so verdächtig und überhaupt. Steht mir so gut. Und jetzt habe ich gesagt, die Frau Krumböck hat gesagt, sie hat Indien auch ein bisschen zum Angreifen mitgebracht, weil hinten gibt es ein Foto mit einer jungen Frau mit Schleier. Man sieht dann Frauen auf dem Motorrad fahrend mit dem Schleier, aber eben so herunter. Und ja, ich muss ehrlich sagen, der Blick auf die Welt ist irgendwie, würde ich sagen, türkis und nicht sonderlich berauschend. Also, mir würde es nicht behagen, und ich bin irgendwie froh, dass ich das nicht habe. Die Ausstellung. So richtig, muss ich nicht gut verstehen. Soll ich es wieder runtergeben? Nein, bleib so. Ich bleib so, okay. Gut. Und also, das ist die Indien-Ausstellung über Rajasthan. Und es ist natürlich ein
farbenfrohes Indien, das hier geboten wird. Und es ist natürlich, es war für uns ganz spannend, weil die Anja Benning, die bei uns Programmmanagerin ist, hat gesagt, du, wir können irgendwie keine Ausstellung machen über Rajasthan, die mit super Fotos, aber wo irgendwie ein Teil der Realität, den man natürlich als Tourist nicht so sieht, ein bisschen ausgeblendet ist. Nämlich unter anderem gibt es ja da eine auch Frauenbewegung, die sich gegen die Witwenverbrennung ausgesprochen haben. Und jetzt haben wir irgendwie den Text auch so formuliert und werden bei uns in unseren Englischkursen ein, zwei englische Artikel über diese Problematik in den Englischkursen zum Lesen geben, wo dann praktisch die Ausstellung angesehen wird und gleichzeitig auch die Realität, die wir, wenn wir hinkommen, eigentlich schwer sehen können. Nur damit Sie auch einen Eindruck haben, dass die Ausstellungen nicht nur dekoratives Element sind bei uns, sondern auch Teil des Bildungsprozesses werden. So, jetzt habe ich meine Schuldigkeit getan. Also, ich schwitze jetzt. Ich muss jetzt natürlich noch sagen, dass die Bilder von der Frau Krumpöck auch käuflich erwerbbar sind. Die kosten 25 Euro ohne Rahmen und nur Taj Mahal ist ein bisschen teurer, aber das ist auch größer. Also das kostet 200 Euro, wenn Sie es wollen, aber Sie dürfen jetzt nicht gleich das Bild mitnehmen. Lassen Sie es uns nur da, aber sagen Sie es nur, wenn Sie ein Stück Indien mit nach Hause nehmen wollen. Und wollen Sie auch noch was sagen? Schön, dass alle da sind. Danke. Okay. Gut. So. Und jetzt der letzte Teil der Reise. Jetzt wird's wüt. Jetzt kommen wir zum wüden Leben. Ja? Okay? Gut. Hinunter in den, ins Erdgeschoss-Foyer. Wir haben mehr interviewt, aber es waren nicht alle, haben sich fotografieren lassen. Das ist das wüde Leben von Wien. Ja? Und wir haben... Was? Ein Teil davon, ja. Und Sie sehen, der Nick hat die jetzt nur die Männerrunde fotografiert. Und unter den Bildern finden Sie Kurzausschnitte aus dem Leben der Personen. Und wir haben dann aber die längeren Texte im Kaffeehaus gegenüber aufgehängt, damit sie nicht gleich zuordnenbar sind. Vielleicht kommt man dann drauf, man kommt dann genau drauf, wer ist. Es gibt Happy Ends, ja, auch in den Geschichten, nämlich, dass ihr da seid und dass man euch jetzt fragen kann, dass ihr auch über euer Leben erzählt. Das ist super. Es ist natürlich nicht immer angenehm, die Geschichten, die geboten werden, aber ich finde es ganz wichtig, dass man sich dem stellt. Das ist halt einfach da. Genau, richtig. Genau. Und das freut mich sehr. Und wir haben für die Bewohner von Riga auch schon Kochkurse gemacht und versuchen auch verschiedene Kursangebote zu machen. Und in dem Sinn, wenn ich Sie jetzt alle einlade, das Kaffeehaus zu besuchen, wird es ein bisschen eng, aber jedenfalls, Sie sehen hier die Fotos, Sie sehen hier die Originale und weil wir über Internationalität geredet haben, Sie können jederzeit zu uns kommen, entweder Indien oder Griechenland, denn der Dimitri, der unser Café betreibt, ist aus Griechenland und verleiht unserem Haus auch den nötigen kulinarischen internationalen Flair. Ich danke, dass Sie gemeinsam diese Reise unternommen haben. Und es gibt jetzt was zu trinken im ersten Stock und im zweiten Stock. Und ich wünsche Ihnen noch einen langen Aufenthalt in der Volkshochschule. Dankeschön. So.